Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und Season 11 ist jetzt offiziell gestartet. Ich bin schon eine halbe Stunde überfällig quasi. Ja, sammeln wir erstmal das Ticket hier ein. Ist aktiviert, hoffentlich. Ist aktiviert? Ist aktiviert? Warte mal. 1. März, ja. Perfekt. Ja, die Forschung hole ich später ab. Gewinne einen Trainerkampf in der Go Battle League. Ah, okay. 92 Tage und 13 Stunden. Okay. Klingt interessant. Ja, wollen wir mal glubschen. Jetzt holen wir uns den Stellenstaub ab. Ja, Statistik hätte besser sein können. Schade, dass wieder nicht Rang eingeblendet wird, aber okay. So, 5 Lade-TM, 3 Sofort-TM, Premium Raid Pass, eine Sofort-TM und 300.000 Sternenstaub. Sehr schön, danke. Das machen wir doch gern. Johto Cup und Superliga. Na, gucken wir mal, was wir im Johto Cup haben. Ich habe vielleicht nochmal Bock auf Johto-Pokémon. Ja, ich glaube, Quaxo-Action nehmen wir mal heute. Panzer Aeron. Was könnte noch gut sein? Meganium. Meganium. Ich denke mal, Fee wird kaum kommen, ne? Ja, Cedraking noch mit rein. Flug und Doppelwater. Gucken wir mal. Wie wir so hier in die Season starten gegen Kitsune 10600. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Teddy Ursa? Really? Ja, okay. Okay. Das muss ein ziemlicher Neuling sein. Oh, das tut mir schon so leid, ey. Das tut mir schon richtig leid. Aua. Autsch. Ja, okay. So, zwischendurch die Belohnung abholen. So, ja, zwischendurch die Blutung abholen, das ist echt nervig ein bisschen. Okay, jetzt haben wir ja zwei Kämpfe hintereinander. Okay, das tat mir echt schon leid. Ging so Auroric. Oh, Quajutsu. Okay, ist schon spicy. Aber immerhin bei der gewünschten Anzahl. Gehen hier direkt auf Sturzflug. Und ich denke, ich gehe mal hier. Seedwracking. Ja, nichts schilden, ganz wichtig. Oh, das findest du auch. Oh, das macht doch schon mehr Schaden. Ah, das ist schon. Ja, das ist schon einer der, ich denke mal, vielleicht besseren Gegner. So, blindes. Ja, er kennt sich auf jeden Fall mit Typeneffektivitäten aus, ne? Okay, ja, vielleicht ist die Senkung gar nicht so gut.
So. Hä, wie konnte. Hat der jetzt abgefangen? Dann gehe ich hier rüber. Nicht schön. Er wird wahrscheinlich eh zwei Nachttiere haben. Ah, ich brauche die Schilder noch. Ja. Wie gesagt, ich brauche die Schilder noch. Okay, nicht aufladen. Ja, holen uns ein bisschen extra Energie. Das Erdbeben sollte easy ausreichen, weil Quajutsu gerade in der Superliga hält nichts aus, hält auch schon in der Hyperliga nichts aus. So, hopp, 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 hopp. Ah, vielleicht hätte ich auch auf Erdbeben gehen sollen. Mal gucken. Okay, nee. Er hat, glaube ich, schon aufgegeben. Aber der Kampf war schon härter, muss ich sagen. Ich glaube, er kannte sich schon mit den Typeneffektivitäten aus. Bloß Quajutsu ist leider nicht so ein gutes Pokémon in der Superliga. In der Hyperliga schon besser. Ja, allerdings fehlt ihm halt die Aquahaubitze, ne? Sonst geniales Pokémon. Wird wahrscheinlich auch irgendwann noch besser. Vielleicht gibt es auch seine Wasserschuriken noch. Wir gehen in den nächsten Kampf. So, Kampf beginnt. Gegen Keil. Oh, konnte ich gar nicht so schnell lesen, schade. Okay, er hat schon mal ein Meta-Pokémon. Aber nicht volle EP. Und alle gehen sie raus. Dann setze ich hier ein. Was ist wichtig hier einzusetzen? Ja. Und ich muss leider den Nassschweif schön, damit ich die Führung kriege. Was aber nicht schlimm ist. Er wird eh mit Azumarill gekommen. Aber wir kriegen halt hier Absol? Okay, das ist sogar gut. Weil da macht die Octazooka wenigstens Schaden. Okay, du schildest. Wie den Quaxo. Ah, oh, ich kenne Absol's Moveset gar nicht. Ah, oh, das ist völlig eine Elektroattacke. Nein, Gegenstoß, das tut schon weh. Gegenstoß tut schon weh. Ah, das sollte auch schon richtig wehtun hier, die Attacke, ne? Ja. Konnte runterfahren, perfekt. So. Perfekt. Ja, lass mal durch. Ich habe hier noch ein Schild. Für Panzer, Iron. Himmelsfeger nimmt dich raus. Hier schilden wir natürlich. Wir spielen das halt sicher. Definitiv. Okay, wäre eh Knuller gewesen, hätte ich eh locker easy überlebt. Und Himmelsweger sitzt. Sehr schön. Ja, die ersten Kämpfe sind für die meisten, sage ich mal, jetzt recht einfach. Weil man oft auch gegen Neulinge kämpft. Hat man ja gesehen, den mit 300 WP-Pokémon. Oder noch weniger. Ja, hat natürlich gegen diese Pokémon hier keine Chance gehabt, ne? Ah, jetzt habe ich die Belohnung nicht eingesackt. Ah, egal. Mache ich dann später.
Nur gegen Climesta. Granbull, schöne Führung für uns. Okay, Raikou. Ja, ich würde das schon gerne schillen. Bitte geh auf Stromstoß. Perfekt. Hoffentlich schaffst du keinen zweiten. Schaffst du, ne? Nee, schaffst du nicht. Perfekt. Ja, jetzt kommst du mit der Fee wieder. Aber vielleicht hätte ich noch einen früher einsetzen sollen. Vielleicht hätte ich eine zweite Octazooka geschafft. Aber ich hoffe, du schildest das jetzt. Perfekt. Ah, reicht trotzdem leider. Lassen die Wechsel runterticken. Ah, der Herr hat hier schon ein bisschen mehr Ahnung. So, Raikou ist weg. Hoffentlich hast du nicht Doppel-Elektro. Okay, du kommst nicht mehr zur Attacke. Das ist schon mal gut. Okay, du hast dein eigenes Panzer gewonnen. Gehe ich hier jetzt auf Sturzflug? Und gegen Quaxo, genau. Jetzt setze ich dich unter Druck. Perfekt. Wird hier nicht schön. Ich werde mir lieber mein Schild für Panzer Eron aufsparen. Und ich denke, du wirst jetzt nicht in dem Fall auf Sturzflug gehen. Genau. Ich heb mir ein Schild für Panzer Eron auf. Sehr schön, du bist bei 0 Energie. Der nächste Sturzflug sollte dich rausnehmen. Ja. Den Schild mal, falls du einen Sturzflug drücken willst. Aber genau, glaube ich nicht dran. Oh, ich habe Overtap. Ah, das sollte jetzt reichen, wenn ich alle Bubbles treffe. Ja. Sehr schön. Nächster Sieg. Ja, anfangs ist es auch einfacher, ein 5-0 zu kriegen. Weil man halt wirklich gegen viele, viele Neulinge kämpfen muss. Und ja, der erste Gegner tat mir richtig leid. Kommt wahrscheinlich zum ersten Mal. Was ist denn jetzt los? Kommt zum ersten Mal in die Liga. Und wird dann gleich gegen ein. Och nee, Fehler bei der Spielersuche. Und wird dann gegen ein. Ja, jetzt ehemaligen Legendenspieler gepaart. Och, was ist denn das jetzt? Leute. Komm schon. Tu mir das nicht an. Bitte, bitte, bitte finde mir einen Gegner. Och, das ist doch ätzend. Dann holen wir die Belohnung ab. Versuchen wir es jetzt nochmal. Och Mann, das sieht doch schon mehr schlecht aus, oder? Fehler bei der Spielersuche? Wir versuchen so lange weiter, bis es funktioniert. Das ist doch ätzend. Das Problem war schon vorhin schon, habe ich gehört. Ah, jetzt geht's. Perfekt. Einfach mehrmals versuchen. So, Little Marinara. Iroquex. Schöne Führung für mich. Ist ein PvP. Iroquex, also
Da denke ich mal, die hat schon was, mehr was drauf. Steuerungssieb kommt. Und es leckt ein bisschen. Wir setzen ein. Also wenn dann Fee hinten ist, würde ich die jetzt gerne rauslocken mit Sedra King. Nein, Rose Rades, geht aber auch. Das geht allerdings auch. Schill ist nochmal, okay. Ja, einmal will ich auch hier schön. Okay, Meteorologe. Dann sollte Iro-Keks jetzt auch weg sein. Noch nicht. Ah, jetzt. Sedra King macht gute Arbeit. Okay, Morlord wäre es gewesen. Ja, okay, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Ja, ich habe noch Panzer Aero, noch ein Schild. Und dann noch Quaxo in der Backline, was auch schnell zu den Attacken kommt. Ja, das hätte ich definitiv gewonnen. Oh, X-Bat. Schöne Belohnung. Schöne Belohnung. Oh, ich wollte gerade werfen, ne? Oh Gott. So, fangen wir das mal. Hoffentlich bleibt es auch gleich drin. Ja, sehr schön. Aber für X-Bad braucht man doch keine XL. Eigentlich, ja, das verstehe ich nicht, warum das dann. Naja. Hallo? Ich drücke schon. Ja, und 100er kommt auf über 3000 WP auf jeden Fall. Vielleicht gar nicht mehr so schlecht. So, als Spicy Pokémon. So, wir dürften jetzt Rang 2 erreicht haben. Sehr schön. Und wir machen das nächste Set. Und jetzt sollte es schon schwieriger werden. Also Rang 1 ist meistens noch so recht einfach. Ab Rang 2, ja, ich werde schon gegen Rang 3er gepaart. Azumarill, ja, das ist aber für Panzer Iron schön. Der Gegner bleibt drin. Muss die erste auf keinen Fall schön, das ist noch keine Hydropumpe. Genau. Ah, du kriegst ja die extra Attacke. Was ein bisschen doof ist. Himmelsfeger, ja. Und jetzt als nächstes würde ich gerne den Sturzflug drücken. Schade, klappt nicht. Ein Schimmer schon einmal. Ja, wieder extra Attacke, schade. Och ja. Danke, Niantic, wegen dem Leck. Ja, hallo, ich drücke. Oh Gottes Willen. Ey, bitte. Ich hab gedrückt. Danke. Ist auch zum Heulen. Sehr schön, dass der Gegner geschildert hat. So, was kommt da rein? Okay. Gehe ich hier rein?
Ja, das ist höchstens Eishieb. Ja, Zedraken hält in der Superliga leider auch nicht so viel aus, ne? Oh, Psychokinese schon. Oh. Ach, das ist meine erste Niederlage. Das ist meine erste Niederlage, Leute. Ach, du Alarm. Ja, okay. Das war ganz schlecht gespielt. Oh, ich hätte auf Erdbeben gemusst. Nein, bin ich doof. Och, Mist. Ja, aber das hätte ich so oder so nicht mehr gewonnen. Ach, Mist. Ja. Och, das ärgert mich. Das war jetzt so dumm, das zu verlieren. Okay, ja, Seedrachen hält hier echt nichts aus. Da wäre es wirklich besser gewesen, Schild für Seedrachen zu haben. Leider hat der Gegner auch zwei Attacken durchbekommen. Konnte das einmal eher einsetzen. Das war auch ein bisschen doof. Hier gehe ich in Seedrachen. Genau, da locken wir das Ding raus. Gehen auf die Octazooka. Leider nicht die Senkung, wobei das sogar besser. Ich werde, glaube, einmal schilden. Wobei, nee, ich resistiere ja alles. Das tut weh. Ja, Sturzflug. Wenn schon, denn schon. Vielleicht hätte ich auch Himmelsfeger machen sollen, weil ich rechne mit dem Schild. Ja. Ah ja, interessant. Doppelfee. Der Gegner ist auf Sofortattacken. Okay, du schildest deine Fee, als gäbe es keinen Morgen. Ah, schade. Ja, jetzt muss ich schilden. Ah, das ist verloren hier. Das ist klar verloren. Ich hätte die erste Attacke schon von Pixie spielen müssen. Wobei. Obwohl, ein Himmelsfeger wirst du bestimmt überleben, ne? Hä? Ja, Hauptsache seine Attacke kommt so schnell an. Ich habe doch einen 3-Turn-Move und er einen 5-Turn-Move. Ich hätte eigentlich meine Energie haben müssen und hätte Himmelsfeger einsetzen müssen, aber er hätte eh nicht gereicht. Von daher. Ja. Interessant. Doppelfee. Okay, das ist wirklich eine sehr gute Führung. Ja, hier brauche ich nichts schilden. Hier gehe ich in Quaxo. Erst nicht schilden. Genau, wichtig. Ah. Die muss ich jetzt schon schilden, ne? Echt? Gewinnt Nidoqueen wirklich den Ladeattackengleichstand gegen Quaxo? Wusste ich nicht.
Och nee, bitte nicht. Danke. Immerhin schaffe ich noch Erdbeben. Macht viel Schaden. Wird geschildert, perfekt. Hier machen wir Himmelsjäger. Hier muss ich nichts schilden. Okay, du setzt hier ein, ja. Pflanze wird doppelt resistiert, Matschbombe wird einfach resistiert. Du gehst auch schlauerweise auf die Matschbombe, aber das bringt gar nichts. Das heißt, ich kann runterfahren, ne? Sedra King habe ich in the bag. Wenn es nicht gerade eine Fee ist. Blütenwirbel, okay. Spicy. So, was kommt? Okay, es ist das Volo, ne? Sturzflugen wir mal. Das Wohnunder ist gar nicht so schlimm. Kann ich hier mit Sedra King rein? Ja, das ist noch kein Zauberschein. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Na, ich schilde immer noch nicht. Oh, konnte sogar mit Feuer oder im runterfahren. Ja, Sedat King macht schon gut Schaden. Ja, die letzten beiden Kämpfe, oh, das ärgert mich. Es hätte so schön werden können. So schön. Aber ich finde die Alola-Pokémon richtig gut. Und ich habe mal gesehen, da können ein paar Alola-Pokémon auch was in der GBL was reißen. Also Primarena auf jeden Fall, ich gesehen kann was. Dann Grandiras, das Drachen-Pokémon, das Pseudolegendäre. Und Caporigi auch. So. Ja, hier werde ich einen Schmarotzer nehmen. Wird aber auf Himmelsflieger jetzt gehen. Ah, kriegst leider die Attacke zwischen. Musste warten, bis die Energie ankommt. Na, ich gehe jetzt auf Sedra King. Wird einmal schilden. Und die nächste werde ich durchlassen. Ich hoffe, das überlebe ich dann noch. Ja, müsste ich knapp überleben. Ich habe mal Anti-Nidoqueen-Team hier. Ich gehe auf blind. Genau. Ja, jetzt kannst du eh nichts mehr mit Nidoqueen reißen. Okay, du bleibst drin. Ah, ich brauche da nicht schön. Giftzahn, ja. Tut nicht weh. Oh, Machomai hinten. Das ist natürlich doof. Ja, den würde ich gerne schönen. Ja, den müsste ich überleben. Ah, Meteorologe wird bestimmt nicht ausreichen, ne? Ah, ich müsste dich runterfahren können dann. Oh, das wird auch richtig schwitzig hier. Kriegst leider ein Konter unter. Ja, ich glaube, das verliere ich wahrscheinlich noch, ne?
Ah, ich brauche zwei. Ach so, ich bin so weit unten. Ja, okay. Ja, okay. Ich war schon so weit unten, leider. Von den KP. Ah, Macho Mai hinten noch. Das war doof. Na, A-Bock. Okay, das sollte ich eigentlich gewinnen. Drachenruten A-Bock. Spicy. Ja, okay. Wolbeat. Interessant. Definitiv. Dann kriege ich ja hier mal einen Sieg geschenkt. Aber es ist ehrlich gesagt kein guter Start. Ich weiß nicht, welche Attacken das wird, aber ich werde nicht schön. Ich denke nicht, dass das eine Feuerattacke haben wird, oder? Nein. Dann fahren wir hier einfach runter. Schadrago, interessant. Aber mit Biss. Dann kommt mein Seedra King jetzt. Muss gleich natürlich schilden. Genau jetzt. Okay, du gehst auf Nachthieb. Nachthieb hätte ich jetzt nicht unbedingt schön müssen. Und Arbok. Arbok hat die Drachenrute. Okay, das ist jetzt wieder mal mehr ein geschenkter Sieg. So, reicht das für Rang 3? Aber das ärgert mich gerade, dass ich das eben so, sag ich mal, verkackt habe. Das reicht wenigstens für Rang 3, sehr schön. Aber leider nicht für die Pokémon-Belohnung. So, jetzt zusammenreißen, Leute. Genau, zum Feier der neuen Season machen wir mal drei Sets. Das habe ich ja letzten Season Anfang auch gemacht, drei Sets. So, Nidoqueen, gute Führung. Er bleibt drin. Okay, ich habe ausgeholt, das ist schön. Es bleibt ja, bringt ja eigentlich nichts drin zu bleiben. Ja, du schießt, warum auch immer. Gehen wir hier in Seedra King. So, Schmarotzer wird wahrscheinlich kommen. Ja. Davon kann ich zwei tanken. Ich gehe direkt auf Wutanfall. Muss einmal gleich schilden. Oder muss ich das? Nee, ne? Nein, ich brauche eigentlich gar nicht den Wechsel. Ich spare mir den Schild, fahre mir mit Quaxo jetzt runter. Nidoqueen kann eh nichts machen. Gegen beide Pokémon nicht. Dann mache ich jetzt hier Erdbeben. Genau, der geht durch. Es ist ein Steigungslieb, ein Schmarotzer.
Ich schilde mal. Schmarotzer, perfekter Schild. Himmelsfeger kommt. Okay, du gibst auf. Gut. Ja, gegen das Panzer Eron kommst du da nicht mehr an. Ich hätte runtergefarmt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Aber man merkt, die Gegner werden jetzt stärker schon. Niantic hat ja auch geschrieben in ihrem Tagebuch, sag ich mal, dass es keinen Algorithmus gibt, aber dass man, sag ich mal, nach Skill, sag ich mal, eingeteilt wird. Nach und nach. So, hier würde ich gerne einfach gleich Stopp drücken und dann rausgehen. Kommst du zu noch einem vor mir? Ach, nö. Aber will ich doch jetzt einmal schilden? Bei Karax gar nicht so einfach. Also wir drücken direkt den Sturzflug. Gehen einfach in den Dedra King, würde ich sagen. Und du schildest den. Okay. Au. Ja, gehen wir direkt auf Wutanfall. Weil Octazooka wäre hier Schwachsinn gewesen. Okay, Alola Knogger, das ist gut. Oh, bitte kann nicht runterfahren, nicht runterfahren. Ah, kann's nicht, sehr schön. Ich schaffe noch die Octazooka. Du musst schilden. Hallo? Ah, die Server, ne? Wechseluhr runterticken lassen. Und hier rein. Will ich schilden? Nein. Oh, das ist Spukball. Okay, den hätte ich doch gerne geschildert. Jetzt muss ich einsetzen, bevor du den nächsten Spukball erreichst. So. Und ich werde jetzt rüber wechseln. Und gleich schön, ne? Oder auch nicht. Sehr schön. Jetzt läuft das Set wieder. Mir ist eigentlich immer am wichtigsten, die bis zur Pokémon-Belohnung zu kommen. Halt in immer 3 Punkte. Also 3 Siege, das reicht mir eigentlich immer schon. So, KG-Mann. Azumarill. Oh, du hast bestimmt Hydropumpe, wenn du so weit aufpumpst. Eine Hydropumpe würde ich doch ganz gerne schilden, ne? Ah, das ist bestimmt schon die Hydropumpe, oder? Bitte kein Eisstrahl. Ach, Mann. Ja, das ist aber jetzt ein Eisstrahl. So, wir gehen auf Sturzflug. Und dann würde ich sagen, ein Quaxo. Ah ja, du riechst den Sturzflug. Schön.
Redig Quaxo, nee, ne? Dann mach eben den Knuller. Ah ja, Militalis, das ist doof. Militalis ist schon nervig. So, wie viel macht der Meteorologe? Ah, Militalis ist schon nervig. Das wird ein Steuerungshieb sein, bestimmt. Psychokinese? Ah, wird doch noch nicht sein, oder? Ne, Eishieb, okay. Dann wirst du Eishieb und Psychokinese wahrscheinlich haben. Okay, du Schild, dann gehe ich hier raus. Weil ich könnte noch zum Meteorologen kommen. Das würde ich gerne schilden. Weil das der Hardmove ist. Du gehst in Pion Draghi, okay. Dann gehe ich jetzt auf Wutanfall. Ah, du kommst sicher zur Attacke, ne? Ja. Ah, das ist gut. Hoffe ich. Ich hoffe, du hast nicht zwei. Nein, hast du nicht. Perfekt. Himmelsjäger sollte dich hoffentlich rausnehmen, oder? Zur Not habe ich Quacksum und noch ein paar Leben. Ah, das Vieh gibt es ja auch noch. Das hätte ich fast vergessen, Meditales. Oh, fast hätte ich das noch verkackt. Weil ich Meditales vergessen habe. Stimmt, du bist ja mit Meditales noch rausgegangen. Oh, das war knapp. Hilfe. Hilfe. Eddie Rock 1207. Ah ja, das ist perfekte Führung für mich. Ah ja, das hat nichts gegen Panzeron. Ja, du kannst mich auch mit Anfallen abschwächen, das ist nicht schlimm. Das bringt dir gar nichts. Giftstreich bringt dir auch nicht viel mehr. So, ich will aber nicht mehr Schaden drauf kriegen auf Panzeron. Deswegen setzen wir jetzt erstmal Himmelsfinger ein. Du wirst, denke ich mal, nicht chillen. Nein, habe ich mir gedacht. Okay, da können wir in Ruhe in Quaxo gehen. Hypno, interessant. Interessant. Ich habe noch Sedra King zum Glück. Ich krieg hier ein Schild. Das ist gut. Ich brauche ja nur meinen Sedra King, ne? Ja, ich lasse es drauf gehen. Okay, du gehst auf Feuerschlag. Ich gehe auf Himmelsjäger. Und du schildest, okay. Dann ist das kein Problem für mich. Ja, ich schild auch jetzt die Attacke. Ja, ist eh Solarstrahl, genau.
Mein Freund, ich kenne Tonoktu. Okay, schade, ich hätte noch gerne den Wutanfall noch gedrückt. Oh, so ein Seedale für Zedra King wäre auch richtig gut. Ja. Aber was könnte es für eine Attacke kriegen? Weil Octazooka ist ja gar nicht mal schlecht. Und Wutanfall ist natürlich auch gut. Feuerodem ist auch gut. So, Meditales. Okay, Meditales sehe ich eigentlich gerne in der Führung. Nur nicht mit Steigerungssieb. Das ist ein Nassschweif, okay. Dann wirst du kn. Okay, das ist schon Knöcher. Krass. Krass, krass, krass. Ah, Knöcher hätte ich schon eher geschildert. So, die Frage ist, kann ich runterfahren? Ah, Knöcher tut schon so weh. Nee, ne? Nein, kann ich nicht. Also ich hätte sowieso einmal schielen müssen. Ah, vielleicht hätte ich hier in Seedrack hingehen sollen, wegen den Sofortattackenschaden. Hoffentlich schaffe ich gleich noch Erdbeben. Ja, Erdbeben kommt noch. So, schnell rüber. Okay, Regis Steel haben wir rausgelockt. Ja. Finde ich nicht toll. Gehen wir hier auf Sturzflug. Runterfahren kannst du mich eh nicht. Ein Sturzflug macht mehr Schaden. Oh, es war ein Ladeattackenleerstand. Okay. So, das wird eine Blitzkammer sein, ja. Ich gehe extra in Quaxo. Weil ich hier den Meteorologen noch schaffe. Ah, das wird doof. Ah, du schildest wenigstens. Ja. Ich muss leider hier schilden. Verliere jetzt Angriffspunkte. Setze jetzt ein, das müsste ich rausnehmen, aber ich glaube, den Kampf werde ich jetzt hier nicht gewinnen. Leider. Und ach so. Ah, du bist schon so weit unten. Ah, das Meditales war ja schon. Stimmt, ja, mein Panzer Eron hat ja noch auf das Meditales eingedroschen. Stimmt ja. Ja, gut, dann war es doch schlau, in Quaxo zu gehen. Ja, und das war wieder ein 5-0. Okay. Und ein Traunfugil. Dann fangen wir dich auch gleich mal, mein kleines Traunfugil. Sehr schön. Ist auch im Ball. Mal sehen, ob Traunfugil irgendwann, beziehungsweise Traunmagil, irgendwann für PvP zu gebrauchen ist. Werden wir irgendwann mal sehen. Oh, ein Mankey. Das holen wir uns schnell ab. Ja, es gibt schon Sternenstaub. Zweiter Sternenstaub.
Aber für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.